Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Wir stehen hier und warten darauf, mit Ross reden zu können. Ich habe das letzte Mal vergessen, meinen Fokus anzulegen. Es tut mir leid, heute ist er wieder da. Ja, ich habe nicht dran gedacht, dass ich auch sowas ab. Ja. Und man läuft ja nicht alle Tage mit so einem Ding durch die Gegend, oder? Genau. Und unsere Aufgabe war es, mit Ross zu reden. Ich habe aber während Zwischending etwas weitergespielt und einen Dingspunkt verdient. Und den würde ich doch dann gerne mal einsetzen. Ich weiß nur noch nicht in was. Schnellere Heilung. Zusätzliche Rohstoffe. Ich weiß nicht. Oder wir sparen halt auf 2. Und können dann noch Sachen... Ja, wir sparen auf das nächste Upgrade. Komm. Ah, halt. Wir wollten aber noch unsere Sachen modifizieren. So. Da gehen wir einfach auf Inventar, dann Outfits irgendwie auswählen. Ne, wie war das? Fällt das unterherstellen? Ja, Outfits modifizieren. Okay, wir können doch nichts modifizieren. Aber wir können die Waffen modifizieren. Auf den ersten Slot können wir gucken, was wir draufpacken. Mehr Schaden, Feuer, Handhabung. Ja, mehr Schaden. Und hier aufs zweite. Er lohnt sich halt nicht. Na, hier lohnt sich Schock vielleicht ein bisschen mehr. 13% mehr Schock. Das finde ich super. Okay. Im Inventar haben wir irgendwie was Neues? Was? Eine neue Modifikation. Ja, ich habe ganz viele Rohstoffe gesammelt, die wir auch alle beim Händler verkaufen können. Jetzt aber erstmal reden wir mit Rost. Zeit. Bist du bereit? Jo, ich bin. Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. So hält das, hoffe ich. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe. Ich höre irgendwie gar nichts. Ich weiß nicht, was sie hat. Es ist lauter. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Hoffe ich. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Tirsa. Die ist cool. Letzte Ratschläge? Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Okay. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Das ist auch true. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Genau. Ich bin bereit. Ich bin jetzt bereit. Ziemlich, ja. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich hoffe schon. Ich werde nicht da sein, Aloy. Warum? Hier. Ist das ein Abschied für immer? Das. Als Andenken. No way! Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgeschlossener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ja? Ich komme heimlich zu dir. Von mir aus. Ich breche damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Okay. Nee, damit bin ich nicht so ganz einverstanden, Rost. Ich finde schon gut, wenn wir dich nur ein bisschen sehen könnten, ne? Ach komm! Nein, ist nicht der Abschied. Jetzt komm, Rusty. Dann auf Nimmerwiedersehen. Aber ich werde dich wiederfinden. Auf Nimmerwieder. Aber dann auf Nimmerwiedersehen. Boah, wäre das fies. Also, wer auch immer von euch das genommen hat, ich mag euch nicht. Ich verstehe. Ich werde dich finden. Ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Ja, mach ich. Diesmal nicht. Doch. Diesmal. Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Ja, wir finden ihn wieder. Kein Thema. Hoffe ich. Bin ich mir sicher. Bestimmt irgendwann mal. Und dich. Ist es nicht kind of sad oder so?
Ja, und, Ich muss ihn gehen lassen. Wir rennen ihm hinterher. Wo ist er? Ist er weg? Ne, klar, er kann sich teleportieren, aber... Oh. Danach werde ich nachsehen, wohin seine Spur führt. Okay, also nach der Erprobung suchen wir Rost. Das finde ich gut. Ob wir die Erprobung heute schon machen? Ich weiß es nicht. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Da, die sind schon wieder so freundlich. Platz da. Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Ja, eben. Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist hier, Sir? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Wie alt ist Tirsa eigentlich? Die hat uns ja damals zu einem Menschen machen lassen, wie auch immer. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja. Die Karja. Probung ansehen. Und ich hab keine Ahnung, wer das ist. Karja. Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Ja, hatte ich vor. Rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Aber was wir kennen doch wirklich niemanden. Oh, hier ist so viel los. Hallo, lasst mich raus. Ja, dann halt nicht. Bald, als meine Mutter jung war. Eine viel ernstere Veranstaltung. Die Kinder backen uns hier durch. Okay. Ach, das weckt Erinnerung. Die sind wirklich gut. Ja, die machen hier Trommeln. Okay. Wo müssen wir hin? Nach da hinten? Ja gut, wir gehen da lang. Ja, ein bisschen umschauen im Dorf. Ich will hier durch. Hier hängen überall solche Laternen. Gibt es ein Feuer, kein Lagerfeuer, nichts zum Speichern. Ich will tanzen. Mal guten Tag. Ich möchte jetzt nicht reden. Als Zufrieden. Ich das die ersten drei Male gehört habe, die Urmutter wird uns leiden. Ich weiß es. Was auch immer das für ein Instrument ist. Was für ein Talent. Wow. Eine Gabe der Urmutter. Hier geht's auch noch nach oben. Und da hinten ist auch noch was. Ich glaube, da kommen wir irgendwann noch hin. Die können wir nicht speichern? Nein. Okay. Das weckt Erinnerung. Die sind wirklich gut. Du sagen alle das gleich und sehen auch ziemlich gleich aus. Okay. So, und die tanzen hier, machen Party. Leute, Party! Ja gut, wir sollten weitermachen, ist gut. Hier haben wir noch ein Lagerfeuer, also... Die sind wirklich gut. Das ist jedes Jahr, das ist meine Mutter gelassen. Und die sagen so ziemlich immer das Gleiche. Hier ist ein Safe Point. Take ich. Bam. Stufe 6, ja, wir sind auch schon bald Stufe 8, Leute. Ich war das nicht. Nach Mutterherz gehen. Nach Mutterherz? Natürlich. Ich sollte nach Mutterherz gehen. Ich weiß nicht, aber ich glaube. Ich kann hier nicht runterspringen. Da ist eine unsichtbare Wand. Okay, hätte sein können. Wenn man da runterspringt, ist man sowieso tot. Wer bist du denn? Chance, Kleine. Sieh zu, dass du sie nutzt. Das hatte ich vor. Danke. Aloy! Du bist es, oder? Hier drüben! Oh, doch! Du bist Aloy. Ted! Der Typ, den wir gerettet haben, als wir. Doch. Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich erinnere mich. Ich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Ted ist mein Name. Ja. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ja, ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst.
Zu welcher Epoche? Ist die jedes Jahr oder ist sie nur einmal im Jahrtausenden oder so? Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Oh, hast du vielleicht? Und ich habe etwas für dich. Eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Nicht? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Tab. Die da. Ja, wir könnten uns theoretisch alle leisten. Aber das ist schon eine schwerere Rüstung. Was genau hat die für Stats? Schön, dass das dabei steht. Klar, man sollte natürlich erstmal also hinschreiben, was so... Ja, klar. Na, ich hätte aber schon gern die... Ich weiß nicht, die sagt... Also nicht vom Aussehen her, aber die sagt mir irgendwie zu. Aber wir nehmen erstmal das hier. Wieso steht dir da nichts dabei? Normalerweise, steht da immer da... Warte. Also normalerweise steht da immer dabei, was genau diese Rüstung jetzt macht. Aber hier halt irgendwie nicht. Damit sind wir langsam oder schwerer zu entdecken? Schwerer zu entdecken, gell? Das ist eigentlich ganz gut. Da die sonst keinen anderen Effekt hat. Ich würde sagen, wir nehmen die. Ausrüsten. Ja, und die ist kostenlos. Perfekt. Da. Zieh sie an, wann immer die danach ist. Ich habe jetzt die neue Rüstung mal an. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ja, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, ja, das was du anhattest. Ja. Ich habe auch viel dafür bezahlt. 200 Metall. Risse. Na gut. Name vergessen. Ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Ah. Sagt er etwas über fremde Stammesgesandte? Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Ja, so ziemlich. Hatte ich vor. Ich sollte wahrscheinlich... Okay, das ist also unsere neue Rüstung. Level 2, also Mittel. Schickt uns die Göttin beim ersten Fruchtbarkeitssegen Zwillinge. Ich habe seit Monaten nicht geschlafen. Heiß. Wie ein Waldbrand hier draußen. Und bei ihm können wir auch Sachen verkaufen. Möchtest du jetzt etwas kaufen? Nein, ich würde gern verkaufen. Und zwar... Ein Sägezahnherz. Oh, das ist viel wert. Das hat alles einen sehr hohen Wert. Nee, ich will doch nichts verkaufen. Die Göttin möge dich schützen. Alles Gute. Nee, doch, ich will verkaufen. Hallo Aloy. Wenn man sich nicht entscheiden kann, lasst mich. So, Läufer, Wächter. Wächter, was ist Plündere? Sägezahn ist halt echt cool. Eben damit kann man Geschäfte mit Händlern machen. Ich bin mir sicher, wenn wir das jetzt erstmal behalten, gibt es dafür eine gute Rüstung nachher. Dieses seltsame Maschinenteil kann nur mit mittelgroßen Maschinen erbaut werden und bei Händlern sehr begehrt. Verkauf's mal. Was ist das? Ja, so Kleinmaschinendinger. Läuferherz ist selten, Wächterherz ist selten. Eine Linse, eine Plündererlinse, Wächterlinse, Läuferlinse. Dieses ungewöhnliche war die Geschäfte mit Händlern. Ja, aber das ist... Wobei doch grün ist ungewöhnlich, gell? Das ist schon besonders.
Hier Fleisch können wir verkaufen. Draht haben wir sehr viel. Ja. Ja. Munitionsherstellung, okay, dann behalte ich das. Ja, Blumen. Stöcke würde ich auch behalten, weil daraus macht man sich schließlich Pfeile. Markierte Objekte verkaufen. Perfekt. Wie viel gibt ein Stock? Achso, kann man nicht mal verkaufen. Waffen würde ich gerne noch behalten. Schade, dass ich das nicht verkaufe. Auf Wiedersehen. Und viel Glück. Er schenkt es mir und ich verkaufe es ihm für einen erhöhten Preis zurück. Ja, sehe ich auch so. Na, aber wir wollen langsam mal zu Tirsan, nicht? Oh, hier können wir, ich dachte, wir könnten da safen. Hätte ja sein können. Oh, ich soll anderen nicht aufs Dach steigen, was? Ich kann das auch. Immerhin hat Rust sie trainiert. Was? Das Bier ist sogar noch besser als letztes Jahr. Oh, das könnte dir. Das will was heißen. Dass ich runterfalle. Ich will, dass du da runterkletterst. Du willst, dass ich nie meinen Spaß habe. Wir haben über Rust und mich geredet. Naja, du. Kann auch aufs Dach. Mir nichts zu befehlen. Bam. Da oben sieht sie mich nicht. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, ja, wenn ich nicht mehr bin. Kommt das hier nicht am Anfang die Unterhaltung. Wir wollen zu Tirsa jetzt. Eine Vorrat. Oh, 50 Minuten nehme ich. Dies Jahr wird halt so eine teure Rüstung gekauft und hey, Leute, da bräuchten wir es wieder. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Hast? Was machst du hier? Stimmt doch! Vorsicht! Von dem haben wir das Ding gekauft. Wenn du mich nicht kennst, mit Ausgestoßenen zu handeln, ist verboten. Ja, okay. Wie kann ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Wenn du mir jetzt eine gute Rüstung verkaufst. Kein Umtausch möglich. Geht's kaputt. Dein Pech. Nee, er verkauft genau das gleiche. Okay, wir können zu dem Zeitpunkt, so wie es aussieht, nichts Besseres kaufen. Als das, was wir ohnehin schon haben jetzt. Wir haben gerade, stand jetzt, die beste Rüstung, die wir bekommen können. Let's go. Was gibt's hier? Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Na, ich bin mir unschlüssig, was die angeht. Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Der hat auf jeden Fall eine coole Stimme. Versklaver! Ja! Mörder und Versklaver! Hey, hey! Erleuchtet, haltet! Lass das sein! No. Oh. Nora-Gläubige, lass das sein. Ich bin Osheran, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Ja. Das stimmt. Von mir aus. Ein Tyrann und ein Monster. Keine Ahnung. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Das sind, nicht weil er an die König-Ludwig-Verhältnisse. Weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Dankeschön, Nachricht, Dankeschön. Der Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Ich bin der 14. König, Leute. Das sieht man doch. Also bitte. Könnt ihr ihm nicht zuhören? Doch, schon, das ist nicht das Problem. Die anderen sind das Problem, die wollen nicht zuhören. Dankeschön. Und mein Fokus fällt die ganze Zeit runter. Ich sehe das hier auf dem Monitor. Der Dankbarkeit, geschrieben von Sonnenkönig Abad. Wieso machen wir uns ein... Was ist das? Hallo, was ist das?
Das ist an der Göttin, über die Karja zu richten. Nicht an mir. Vergangenheit sollte vergangen bleiben. Ich kann wegrennen! Er trägt einen Fokus. Genau wie meiner. Und seiner ist an. Du kannst einfach den Menschen scannen und siehst, dass er gar nicht so breit gebaut ist, wie er hier aussieht. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Olin. Meine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Ist das vielleicht einer der Überlebenden von dieser Metallwelt? Und der ist dann so als Secret Agent da jetzt im Dorf? Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte. Nein. Der ist sus, der ist sowas von sus, Leute. Der ist sowas von sus. Das ist schlimmer, als ich dachte. Okay. Du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Weiß Name ist nicht. Olin? Wer ist der? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Beste Leben. Ach, den Zucker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Nicht so ungut. Na, ich weiß ja nicht. Ich finde, der ist schon ein bisschen sass. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Nein. Na, ich erklär's dir. Ring verbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Krieg ich die? Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Gibt's noch größere Maschinen als das, was wir schon hatten? Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Jo, ich geh jetzt zur Segnung. Zur Segnung gehen. Keine Ahnung, was die Segnung ist, aber da gehen wir jetzt hin. Nicht, eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Ich bin für was Besseres geschaffen. Sag dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Ja. Ich stelle dich sogar meiner Schwester vor. Sie hat noch mehr Verbindungen als ich. Ich dachte, der Sonnenkönig hätte sie entführt und geopfert. Ha! Entführt? Ja. Getötet? Nein. Ein paar Karja können Ersa nichts anhaben. Sie entkam und das ist jetzt. Das war eine Sache, die hat. Eine tolle Geschichte. Also, er hat Vielleicht gemeint. Erzähle ich sie dir mal bei einem Drink. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Er hat gemeint, yo, meine Schwester wurde entführt. Und hat damit alle glauben lassen, dieser Sonnenkönig hätte sie getötet. Der ist cool. Der hat Krebs. Okay, wir gehen jetzt erstmal zur Segnung. Wo ist denn das? Oh, ziemlich weit weg. Joho. Jo, hat man hier die Aussicht? Oh mein, Leute, schaut euch das an. Wunderschön. Nicht runterfallen. Weiß nicht, ob das optimal ist. So wie es aussieht, nicht. Ich komme hier nicht runter. Ja, man nennt das, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube nicht mal, dass man da mit einem Jump rüberkommt. Deswegen laufen wir doch lieber mal außen rum. Vor allen Dingen, weil wir fast gestorben sind. So schön hier, wie wär's etwa? Warte, wo müssen wir? Wir müssen nach unten. Wieso laufen wir nicht eigentlich diesen Weg entlang? Dann dashen wir hier rüber und dann haben wir es doch schon. Ohne dass wir uns hier einen riesigen Wasserfall herunterstürzen müssen. Wo wir sowieso nie wieder rausgekommen wären. Ah, wobei. Wir hätten zumindest diese Kiste hier nicht entdeckt. Mit ein paar Metallschirmen. 16. Warum eigentlich nicht? Ah, hier ist der Eingang des Dorfes.
Komm ich da drüben hoch? Was meint ihr? Ich glaube eher nicht. Ein bisschen zack, 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 zack. Na doch, mit ein bisschen Tastengespam schon. Vielleicht auch ein bisschen weird. Das hier, oh, das ist die Segnung. Wo muss ich denn hin? Aloy. Ah, okay. Dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Was macht man da? Ich habe keine Ahnung. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ja. Was? Ihr zu Ehren, entzündet es nun. Aber nein, sie hat uns das ja geschenkt, das heißt, es ist nicht von unserer Mutter. Oder vielleicht doch? Für Rost. Für Rost! Für Rost! Für Rost! 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 Für mich? Dankeschön. Für Rost! Was ist ein Kind, wenn ich Ausdruck mütterlicher Hoffnung. Eine Flamme, die weit hinaufsteigt, freischwebend im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Perfekt. Da fliegt es. Hui, das sieht auch richtig, richtig schön aus. Wenn man da so Tausende macht, das sieht richtig cool aus. Ich möchte ihn einiges fragen. Wo ist Olin? Hä? Da. Bam! Hallo, Olin. Was geht, Olin? Du kennst meinen Namen? Ah, du weißt ihn von Erend. Erend ist der andere, okay. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut. Sein ganz Fokus ruhig. Ist gelb und unsere Esplas. Ist nicht auch ein bisschen weird? Wo hast du den Fokus gefunden? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osaram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall. Stahlriesen, teils unter der Erde begraben. Vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genau so einer Höhle. Aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch Stücke hast, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten. Nicht mich. Was da machst du hier, Olin? Was machst du im Noraland? Ja. Erend brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken. Das ist wichtig, Leute, das ist wichtig. Oh Gott. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen. Auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist irgendwie also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Also irgendwie muss man sein Geld machen, klar. Verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Okay, gut. Der hat eine Fehlfunktion. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut. Oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Du bist so sass. Du bist ein schlechter Lügner. Bezichtigst du alle neuen Bekannten der Lüge? Nur die, die Nein. nicht die Wahrheit sagen. Ja. Feuer und Spucke. Ich bin von einfacher Natur und habe nichts zu verbergen. Wenn du mir nicht glaubst, ist das dein Problem, nicht meins. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Natürlich wird Bast gewinnen. Man muss ihn doch nur ansehen. Der ist ziemlich sass, der Dude. Kann ich ihm seinen Fokus klauen?
Und verwundbar ist er auch noch. Okay. Sie haben sich bei einem Fest verliebt? Ja. Es ist doch nur passend, dass sie sich bei einem anderen wieder trennen. Sprung. Sprung. Rolle. Cap Dive. Heuer. Ach, das ging in dem Spiel nicht. Wo müssen wir hin? Da. Ja, wie wär's mit Saven? Saven ist... Wenn dass ich da nicht dran vorbeikomme. Saven ist erstmal gut. Zack. Noch sind wir Stufe 6. Ich glaube, in der nächsten Folge schaffen wir dann auch Stufe 7 hier rein. Guten Tag, ich bin's. Wie geht's? Mutterloses Gör. Bin ich direkt unsympathisch. Mag ich nicht. Bitte? Geh ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Darf ich den blöd anmachen? Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Fühl ich. Selber schuld, yo. Tja. Sieh an. Besuch aus der Wildnis. Bast. Das mutterlose Kind. Das ist Bast. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Ich hasse dich. Der ist unsympathisch, Leute. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Dankeschön. Genau. Du wusstest die Worte der Segnung nicht, oder? Aber dein Gebet ist sowieso niemand. Du kleidest dich sogar wie echte Nora, wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher... Nicht mehr lange, ich sag's dir. Ich werde gewinnen. Bloß schade für dich, dass ich gewinne. Ich habe ewig trainiert. Wenn du mich schlägst, werde ich Ausgestoßener für immer. Überschätze dich nur nicht. Du würdest nicht lange überleben. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Tja, dein dummes Gesicht, als ich dir den Stein wegschlug, war schon lustig. Aber ich hoffe, den Teil der Geschichte lässt du dann Bam. Weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Wir müssen die Erprobung auf jeden Fall gewinnen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Bast ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Ach ja, was? Mit ihr sollen wir noch reden? Hast du gut gemacht mit Bast. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, super. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Bast, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Finde ich direkt sympathisch. Vala ist sympathisch. Erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Kein Problem. Komme ich hier nochmal raus? Ich würde nämlich gerne einen Speicherpunkt setzen, weil wir schon am Ende der Aufnahme angekommen sind. Und ich in 20 Minuten in meinem Bus nach Hause fahren muss. So, dein erster Tag, das wird schon. Herz. Wie findest du's? Ganz okay, muss ich sagen, ganz okay. Ich hasse alles hier. Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Ich hasse es. Es ist laut und es stinkt und die Leute sind idiotisch. Ja, so ziemlich. Alle die Leute, die mich nicht wollten. Und jetzt bin ich hier, mitten unter ihnen. Ich glaube, du findest auch noch etwas Schönes. Hier? Ruh dich aus. Bestimmt safe. Aber es regt total auf, dass alle mich hier hassen. Das kann es ja nicht sein.